Hallo zusammen, willkommen zum neuen Video. Heute geht es um Mikrokosmos, meine eigene Serie und die meistgestellteste Frage dazu. Wie schaffst du das, diese Insekten, die so winzig klein sind, so detailliert, so klar darzustellen? Was ist dein Geheimnis? Welche Kamera nutzt du? Welches Objektiv? Nun, wenn ich mit den Leuten ein bisschen unterhalte und ich dann erkläre, dass ich meine Filme mit dem Smartphone erstelle, dann sind die meisten wirklich verdutzt und sagen, what? Ich habe auch ein Smartphone, ich filme auch, aber dabei kommt ein Schrott raus. Wie machst du das Ganze? Kannst du das vielleicht mal ein bisschen mit einem Video erklären, wie du das Ganze machst? Nun, heute möchte ich das Ganze erklären und ein bisschen detaillierter erklären. Und falls du nichts mit der Filmerei zu tun hast, bleib trotzdem dran, denn ich mache das wie bei meinen Handwerker-Videos. Ich erkläre das relativ simpel und strukturiert und du wirst sehen, wenn du das Video angeguckt hast, du hast unglaublich viel gelernt. Ich wünsche euch dabei eine wirklich tolle Unterhaltung und jetzt blende ich ein paar Sequenzen ein, die ich mit dem Smartphone erstellt habe. Mehrere tausend Stunden Videomaterial habe ich damit gefilmt und geschnitten und ich muss sagen, das funktioniert einfach super. Irgendwann mal muss sich jeder entscheiden, was nimmst du für eine Kamera, welches Equipment setzt du ein. Ich habe mich vor Jahren entschieden, dass ich ein iPhone nehme, das ist jetzt ein XR und ich muss sagen, das war eine gute Entscheidung. Genauso wie die
Schutzhüllen oder das Lenscase von der Firma Wolfilms. Ich habe am Anfang recherchiert, habe geguckt, was kommt für mich in Frage, wie will ich das Ganze machen. Und die Firma Wolfilms, die erstellt diese Schutzhüllen mit einem Bajonetteinsatz. Und die haben auch diverse verschiedene Objektive. Die kannst du dann Clips reinsetzen und dann ist ein Objektiv an der Stelle und du kannst es sofort just in time benutzen. Wirklich großartig erstellt, tolle Linsen und es ist unglaublich viel mehr möglich auf einmal mit so einer Linse vorne drauf und du siehst, der Unterschied ist einfach unglaublich. Ja? Ich habe mal ein Lego-Männchen, eine 2-Euro-Münze und ein Reiskorn hingelegt und zeige euch mal, wie klein oder wie groß die kleinen Dinge sein können, wenn man sie ins richtige Licht drückt. So eine Linse, die du vorne drauf machst für 50 Euro und vielleicht ein Zirkularpolfilter, damit der Himmel ein bisschen bläulicher wird oder damit das Wasser, die Spiegelung besser zu sehen ist. Das ist unglaublich. Solche kleinen Details, die wirklich nicht wahnsinnig viel kosten, kannst du bessere Aufnahmen machen wie je zuvor. Um die Insekten zu filmen, musst du, und du hast die die Makrolinse drauf, musst du wirklich nah ran. Das bedeutet, bis zu 2 cm so nah musst du dran, damit du das Insekt überhaupt scharf hast. Also das erfordert auch ein bisschen Übung und das kommt nicht von heute auf morgen. Du musst immer wieder ein bisschen hinsetzen und ausprobieren. Und erst nach Jahren, ich habe so ein Jahr oder zwei gebraucht, bis ich dann gemerkt habe, wie ich mich annähern kann an die Insekten, dass sie nicht wegfliegen. Und mittlerweile funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich schaffe das immer wieder, Insekten, auch Libellen mittlerweile, so nah dran zu gehen, dass ich die bis auf 2 cm rangehen kann und sie fliegen nicht weg. Das ist unglaublich, was man ein bisschen durchs Training so alles hinbekommt. Von den Lichtquellen habe ich tatsächlich nur 2, die ich immer nutze. Das eine ist von Rollei Lumen Pocket, kann ich wirklich empfehlen. Ist super verarbeitet, das Aluminiumgehäuse ist es außenrum. Und das habe ich jetzt auch schon seit 1,5 Jahren, nutze es auch ganz, ganz oft und es lässt mich auch nie im Stich. Du kannst es einregeln von 1% bis 100%. Es wird dir angezeigt, wie viel Batteriestatus du noch hast, bei welcher Intensität. Also wenn du auf 50% hast, geht die Batterieleistung automatisch runter und wird dir angezeigt. Und genauso ist es, wenn du auf 1% gehst, dann hast du 12 Stunden Wiedergabedauer oder Leuchtdauer. Wenn du auf 50% hast, dann vielleicht nur 6. Und wenn du auf 100% hast, du vielleicht eine Dreiviertelstunde. Irgendwie so ist es. Wirklich super. Und du kannst auch die Lichtkälte und Wärme variieren. Ja, also wenn du draußen bist und das Licht ist warm, kannst du das Warme und das Kalte ein bisschen anpassen. Ich habe das oft so, dass ich das auf ein Stativ einklemme, das zeige ich euch noch, und dann die Lichtwärmequelle so einstelle, dass es für meine Bedürfnisse passt. Und das andere, das ist eine Lampe von der Firma Nextorch PA5. Die hat 2 Möglichkeiten zum 2 Lichtstärken. Einmal, wenn du einschaltest, hast du komplette Lichtstärke. Und wenn du leicht drauf tippst, dann hast du die schwächere Lichtstärke. Der große Vorteil von dieser Lampe ist, die hat nämlich das Licht leuchtet genauso wie die Sonne. Das bedeutet, wenn du eine Lichtquelle irgendwo hinleuchtest, hat sie die gleiche Lichtintensität wie die Sonne. Und du bist zum Beispiel nicht, wenn du eine Person anleuchtest, ist sie nie blau oder orange. Ja, weil das Licht ist wie von der Sonne und das ist immer gleichbleibend. Also die 2 Lampen, kann ich sagen, sind wirklich toll. Ich glaube 3 Jahre, 1,5 Jahre hat sich bewährt. Die Linse habe ich jetzt seit 4, 5 Jahren, ist immer noch die erste, immer noch ganz. Genauso wie der Zirkularpolfilter ist immer noch das erste. Als nächstes möchte ich die Stative zeigen, die ich immer wieder verwende. Und zwar ist es so ein ganz günstiges Stativ. Das habe ich aber auch schon 4 Jahre und es ist immer noch nicht kaputt. Das hat dann schon was zu heißen, wenn es nur aus Plastik ist und trotzdem hebt. Du kannst es einmal aufklappen, hinstellen. Und das ist jetzt das mit der Lampe, was ich zeigen wollte. Du kannst sie einklemmen, rumdrehen, Lampe einschalten. So. Und dann kannst du das Licht dazugeben. Ja. Hält unglaublich lang das Stativ schon und
Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, ich habe nur 5 Euro damals für das Stativ bezahlt. Ist wirklich jeden Cent wert, kann ich nur empfehlen. Was ich jeden Tag benutze und egal, ob das jetzt Baustelle oder privat oder wenn ich Filme erstelle, ist mein Joby-Stativ, das ich jetzt ungefähr vor anderthalb Jahren habe ich es gekauft und ich muss sagen, das kostet um die 100 Euro, ist jeder Cent wert. Wenn du noch gar kein Stativ hast und du überlegst dir, welches zu kaufen, dann kauf dir das hier. Das kannst du überall einklemmen. Du kannst es, ich zeige das einfach mal, meine Frau bringt mich wahrscheinlich um. Aber guck mal, es gibt nichts, was nicht geht. Ja, und du kannst es an die Decke, an die Abwasser- oder Trinkwasserrohre, du kannst es an die Schränke hängen, egal, es gibt nichts, was es nicht gibt, was dieses Stativ nicht schafft und das Geld ist es definitiv wert, wenn du filmst. Mein Hauptstativ, das ist auch von der Firma Rollei. Ich bin eigentlich ein totaler, ich bin ein totaler Fan von der Firma Rollei und über das ganze Equipment, was ich hier zeige, ich verdiene dadurch keinen einzigen Cent. Ich bin mit den Firmen nicht verbandelt oder sonst irgendetwas. Ich sage nur einfach, das ist super, das habe ich gekauft, das rentiert sich. Und ich möchte, wenn du dir was kaufst dann, und du das Video anguckst, dass du dann weißt, aha, das hat Wert und das hat keinen Wert. Das Stativ ist nämlich von Rollei, das ist jetzt eine Beta-Version, kostet, ich weiß gar nicht, um die 300 Euro habe ich aber auch schon, ich glaube, 4-5 Jahre jetzt. Ein Stativkopf ist von der Firma Kuhlmann und der Kopf hier AKSwiss fähig. Ja. Was heißt das genau? AKSwiss ist mittlerweile so ein Standard, das heißt, alle Führungsschienen, die so konzipiert sind, wenn ich jetzt hier die Halterung aus dem hier raus mache, dann passt sie in dieses Stativ oder beziehungsweise in diesen Stativkopf genauso rein. Und AKSwiss heißt die Aufnahme, die von den Fräsköpfen oder die von den Köpfen, damit du dein Equipment drauf machen kannst, die ist überall gleich. Genauso gibt es die AKSwiss kompatiblen Schienen, die setzt du drauf. Das ist jetzt eine Schiene, die ich auch gekauft habe. Dann kann ich nämlich meinen Kopf, wenn hier vorne die Kamera arretiert ist, und so habe ich nämlich den einsamen Baum gefilmt, wo ich dann von hier vorne die Kamera eingesetzt habe, dann habe ich teilweise die Möglichkeit, hier vorne noch einen Tonabnehmer drauf zu machen, also ein Mikro, oder eine Powerbank dran zu machen. Ich habe den, wenn ich die Schwenks machen will, habe ich den Griff hier separat gekauft. Also so ein, es sind alles einzelne Bauteile, die Schiene, die Klammern, die Klammer ist auch von der Firma Rollei und dann so ein Griff, damit du die Schwenks leichter machen kannst. Ja, da sind die viel smoother. Drei Sachen, die Lichtquellen kann ich nur empfehlen. Das sind wirklich super. Angenommen, du sitzt im Gras und du hast hier vorne ein Insekt sitzen, dann hast du das Stativ hier drauf. Ich nehme dazu, habe ich mir einen Makroschlitten gekauft, ist jetzt auch 3-4 Jahre alt und ich habe auch viele Aufnahmen damit gemacht, ist wirklich super das Zeug. So. Die Funktion ist so, du stellst dein Equipment ein, die AKSwiss kompatible Klammer. Ihr seht ja, es ist alles aufeinander abgestimmt. Im Prinzip ist es nichts anderes wie jetzt als Heizungsbauer, wenn du eine Presse nimmst und du machst dann die Presse von Wieger rein oder du machst eine von Mannesmann rein oder eine von einem anderen Hersteller, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja? Und du setzt dann die Module so ein, wie du das gerne hättest. Und da ich Handwerker bin, versuche ich einfach logisch nachzudenken und sagen, okay, das und das möchte ich machen. Ich mache mir unglaublich viele Gedanken, bevor ich überhaupt irgendetwas mache. Und dann kaufe ich mir meistens Equipment, was ein bisschen weniger Geld kostet, damit ich sehen kann, ist es okay für meine Bedürfnisse oder nicht. Und wenn ich dann sehe, hey, das Zeug ist genau so, wie ich es gerne hätte, dann kaufe ich mir wirklich schon das richtig gute Material. Und wenn es dann 300, 400, 500 Euro kostet, dann kostet es halt das Geld. Ja? Das ist mir dann relativ wurscht. Das Geld ist für mich jetzt, ich gebe das aus und kriege dann dafür richtig tolle Ware. So, und wenn du jetzt dann diesen Makroschlitten draufgesetzt hast, dann kannst du nämlich das Handy oder das Smartphone darauf arretieren, die Linse drauf machen. So, und dann kannst du
nicht das Ganze festhalten, sondern du kannst entweder mit dem Handrad das Ganze steuern und dann kannst du nämlich millimetergenau das Ganze so steuern, dass du, jetzt bist du im Fokus, jetzt glitzern die Augen und jetzt bist du aus dem Fokus. Das Letzte, was ich euch noch zeigen will, damit ihr nicht einfach Geld umsonst ausgibt, und zwar sind das zwei Bauteile hier und die funktionieren folgendermaßen. Das ist wie eine Eieruhr, da setzt du deine Klammer ein und dann ziehst du es einmal auf, die Uhr läuft ab und dann läuft es gleichmäßig rum. Und wenn du die Kamera richtig aufgestellt hast, dann kannst du ein Panorama fotografieren oder filmen. Du kannst einen bewegten Zeitraffer machen. Habe ich ungefähr anderthalb Jahre her, vor anderthalb Jahren gekauft, vielleicht sogar ein bisschen länger. Und habe beide Sachen ausprobiert. Ich habe mir die schwere Version gekauft, einmal als, weil die Werbung so toll dafür war, und einmal als digitale Version. Ja. Und die schwere Version, muss ich sagen, das ist eigentlich, hatte ich irgendwann mal am Strand in der Hand. Und ich hatte gedacht, das ist einfach besser verarbeitet. Ja. Weil wenn du dein Equipment schleppst, ich gucke eher darauf, dass das Equipment nicht leicht ist, sondern dass es wirklich was aushält. Ja? Wenn es mal runterfällt, dass es dir nicht irgendwie am Strand auseinanderfliegt oder ja, dass halt einfach das Equipment hebt, was es heben soll. Bin ich nicht zufrieden damit, gefällt mir die Verarbeitung nicht so sehr. Und der Nachteil ist, wenn du die Uhr einmal aufgezogen hast, dann kannst du die nicht ein bisschen schneller laufen lassen oder in die andere Richtung. Es geht immer, die Rotation geht immer nur in eine Richtung und damit hat sich's. Bei dem ist jetzt hier, du hast viel mehr Möglichkeiten. Du kannst von 10 Sekunden, 30, eine Minute, du kannst alles Mögliche anstellen. Du kannst nur 90 Grad, 180, 270 Grad, du kannst alle Variationen laufen lassen. Ist aber sehr, sehr windanfällig, beide Versionen. Ja. Egal, was du einstellst, sobald ein bisschen Wind kommt, und Wind ist bei Makrofilmerei, ist wirklich, das ist die Katastrophe schlechthin. Sobald nur ein bisschen Wind kommt, du kriegst es einfach nicht mehr scharf. So, bei den Sachen ist es, wenn der Wind ein bisschen bläst und du stellst das auf dem Stativ hin und du hast auch ein bisschen vielleicht ein billigeres Stativ oder ja, von der Qualität her nicht jetzt wirklich überragend, dann wird dir die Aufnahme einfach nur fleddern und wird nichts sein. Also das Subtic kann ich nicht empfehlen und das Flow Moon kann ich auch nicht empfehlen. Ich habe nach Rumexperimentieren habe ich mich dafür entschieden, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen und habe vor einem Jahr circa das Equipment von Edelkrone gekauft. Einmal den Flex Tilt Head und ein Head One. Und zwar machst du das auf dein Stativ drauf. Am besten stabile Ausführung nehmen. Dann nimmst du dein Smartphone, setzt das dann ein und mit dem anderen Smartphone kannst du das Ganze steuern. Ich zeige euch das mal. Richt vorher das Ganze aus und jetzt kann ich das Ganze steuern. Ja. Und das geht super smooth, egal ob jetzt Wind da ist oder nicht. Ich kann das, je nachdem, kann ich die gewünschten Situationen einprogrammieren. Das geht zwar bei dem, aber ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Wenn du ganz langsam das laufen lässt, dann rüttelt das hier, das macht die Aufnahmen so. Und du kannst die Aufnahmen einfach nicht verwenden. Ich habe das schon in mehreren Variationen verschiedene Sachen ausprobiert. Kann ich nicht empfehlen. Also das Geld, was du, ich glaube, das sind jetzt für beide ca. 60 Euro, ist einfach rausgeschmissenes Geld. Ich habe die noch nicht entsorgt oder ich habe sie noch behalten, damit ich dann einfach zeigen kann, ja, Jungs und Mädels, das nimmt das nicht. Nehmt mehr Geld in die Hand, falls ihr euch das in dem Moment nicht leisten könnt, weil ihr jetzt ein Makroschlitten kauft oder ein Stativ. Ich habe das ganze Equipment mehrere Jahre immer ausprobiert und getestet. Ja. Es kommt nicht von ungefähr, dass ich dann die ganzen Informationen habe und ich ganz genau weiß, was ich will. Und das Geld für dieses System kann ich empfehlen, ist super. Du kannst es schneller, du kannst es langsamer laufen, du kannst es schnell starten lassen, du kannst es langsamer starten lassen. Du hast alle Variationen, du kannst es programmieren. Und das Gute ist dabei, wenn du solche Sachen programmieren kannst wie das hier. Das wiegt jetzt fast 2 Kilo, das Teil. Ja?
Und wenn du das dann programmiert hast und du sagst, die Fahrt geht von da nach da und ich möchte den Smooth, den Schwenk genauso haben, wie ich den gerne hätte, dann kannst du das einmal einstellen und du kannst auf Loop-Funktion drücken und dann wird dir diese Sequenz immer wieder wiederholt, so lange, bis die Batterie leer ist. Und das ist wirklich einmal programmiert, das ist so dermaßen cool, damit zu arbeiten, weil das wirklich dir das Leben erleichtert. Also als Filmemacher oder als auf der Baustelle, wenn ich solche Sachen habe, dann habe ich das ab und an mit dabei, programmiere das Ganze, lasse das einmal hin und her fahren und dann kann ich die Situation wiederholen. Und manchmal kann ich dann auch so, wenn wir jetzt 4-5 Stunden arbeiten, setze ich das Equipment ein und dann lasse ich einen Schwenk machen und dann wiederholt es sich. Und ich kann die Zeit einfach begrenzen. Ja? Ich kann meinen Job ganz normal machen, kann das vorher programmieren und das war's dann. Und ich kann euch sagen, also alle Sachen, die ich euch zeige, die sind wirklich super, die funktionieren sehr, sehr gut. Da habe ich wirklich tolle Erfahrungen damit gemacht und ich kann sagen, das war wirklich ein sehr guter Kauf. Und mehr oder weniger basieren meine Aufnahmen auf diesem Equipment. Ich mache mir vorher immer Gedanken, stelle quasi das Ganze so im Kopf vorher die Story zusammen und dann filme ich meine Schauspieler, also die Insekten, die ich dann vorher platziere, mit tollem Licht von der Seite. Es gibt spezielle Klammern und so weiter, die ich jetzt heute nicht vorgestellt habe, aber damit die im besseren Licht sind. Und so gehe ich vor. Kamera hinstellen, Kamera rein, langsame Fahrten machen. That's it. Ich hoffe, das war für dich oder für viele da draußen interessant und ihr konntet für euch was mitnehmen. Mein Name ist Luke van Dijk und ich wünsche euch allen da draußen eine richtig tolle Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao.